Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal mit einem neuen Video zu Wimmelbild Haus der tausend Türen Familiengeheimnisse. Ja, wir haben ja in der letzten Folge hier der guten Frau die Fräse ein bisschen, naja, ich will nicht sagen zerstört, aber doch, das haben wir getan mit einer Spitzhacke. Und ja, ich habe jetzt alles hier bis dato nachgespielt, weil es war leider der komplette Spielstand weg. Wenn jetzt hier noch irgendwo ein Gegenstand ist, wie zum Beispiel dieser Brief, den ich noch nicht entdeckt habe als Expertenobjekt, weil ich wirklich auf schnell durchgespielt habe, ich muss es ja zugeben, dann tut es mir leid und erinnert mich dran, wenn ihr hier irgendwo noch einen Gegenstand seht, den wir eigentlich schon mal gesammelt haben oder auch wenn wir ihn noch nicht gesammelt haben, schreibt es ruhig in die Kommentare. Oder wenn jetzt noch irgendwas nicht erfüllt ist, kann es auch sein, dass ich das einfach ausgelassen oder vergessen habe. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einfach weiter und gehen mal, Quatsch, falsche Richtung, wir wollen doch nach draußen, wollte ich schon sagen, aber ins Bild da rein. Denn wir wollen ja hier den guten Kopf wiederbringen, den wir jetzt hier mit uns rumschleppen. Hallo Kopf, wie geht's? Yay! Und wir haben es mal wieder hier total Geistervilla-like. So, dann ist das Bild jetzt an der Stelle auch abgeschlossen. Da haben wir auch geschafft, dass die Geister ihren Frieden finden. Nur was machen wir jetzt mit dem Rest? Ah, okay, sie hat mir wieder irgendwas zu erzählen. You're really smart. I didn't expect you to be so brave and quick-witted. Everything has transpired as Gabriel said it would. Thank you for your help, young lady. My headache is gone and I feel much better. Ja, das ist aber schön. Sie ist jetzt also auch weg. Und wir haben mal wieder ein Wimmelbild. Wir waren ja hier noch nicht so oft an diesem Tisch. Ja, ist jetzt erst das dritte Mal. Und dementsprechend suchen wir uns jetzt einfach mal hier wieder einen Wolf für 15 Gegenstände. Unter anderem ein Rubin und ein Buttertoast, das sich hier irgendwo verstecken. Ich nehme mal an, das Buttertoast müssen wir selber schmieren. Jo. Und dann haben wir da auch einen Buttertoast. Den Rubin müssen wir hier wieder was verschieben. Alles klar. Der Buchstabe L. Joa. Goldbarren, der war hier auch irgendwo. Jetzt lenkt mich die Butter da so ab. Wassermelone ist da. Der Buchstabe L. Der Buchstabe L. Ja. Ist ganz toll, dass wir den gleich auf Anhieb finden. Dreieckiger Schlüssel. Na, wenn wir den jetzt mal nicht bekommen und wieder in den Keller rennen. Mit dem Fahrstuhl. Knoblauch haben wir da. Erdbeere. Ja. Natürlich sehe ich sie schon längst, ist doch klar. Ich will es nur noch ein bisschen spannend machen. Oh, hier oben war auf jeden Fall der Ohrring. Eine Sanduhr. Sanduhr ist gerade abwesend. Beziehungsweise meine Augen nur blind. Ein Pilz, ein Korkenzieher. Wo ist denn hier ein Pilz? Das ist ein Pilz. Kaffeekanne, Schmetterling. Wo ist denn hier eine Kaffeekanne? Kaffeekanne, wo bist du? Ich finde keine Kaffeekanne. Oh nein, oh nein, oh nein. Was war das? Ach, das war die Kaffeekanne. Gut. Ist das eine Erdbeere? Nee, ich gucke gerade einfach nur nach Dingen, die rot sind. Aber ich glaube, das ist irgendwie die falsche Taktik. Weil dann finde ich die, glaube ich, nie. Schmetterling, Rasierer. Vor allem, warum liegt ein Rasierer hier rum? Das verstehe ich ja jetzt auch mal nicht. Erdbeere, Buchstabe L, Rasierer und Schmetterling. Zumindest ein Schmetterling sollte ich doch mal finden, oder? Ist der da in der Suppe drin, oder? Ach, der ist ja hier auf dem Dings. Ich hab den ja schon mal gesehen. Ärgerlich. Fehlen uns trotzdem noch drei Sachen.
Buchstabe L. Wo ist denn der wieder? Ah, okay. So, jetzt noch die Erdbeere und der Rasierer. Ja, das ist so eine Spitze. Ich habe echt keine Ahnung, ne? Ich gucke hier gerade wirklich wie blöd jede Ecke ab und denke mir echt, ich bin nicht besonders intelligent. So ein Käse, wo ist das? Rasierer und Erdbeere. Warum sehe ich hier keine Erdbeere? Und warum sehe ich hier keinen Rasierer? Wieso? Wieso? Hä? Ich verzweifle gerade ein bisschen, ne? Ich nehme mal einen Tipp. Och, ja, klar, man kann ja diesen Kacktopf gucken. Oh, ich vergesse diesen Topf jedes Mal. Jedes Mal. So, auch wo ich nachgespielt habe, ging es mir jedes Mal. Wirklich jedes Mal. Schon mal jedes Mal erwähnt. Ach, nee, ey. So ein... Grrr. Ja, gut. Aber jetzt wissen wir immerhin, dass da ein Topf auf dem Tisch steht. Das ist doch schon mal viel wert. Ey, es könnte so einfach sein, ne? Und ich suche mir da echt einen Wolf. So, wo ist denn jetzt der dreieckige Schlüssel? Da unten, glaube ich. So, was finden wir denn da Schönes? Ich brauche etwas, mit dem ich diesen Sack aufschneiden kann. Yay. So, Samen haben wir. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Nö, wir haben jetzt nur Samen. Aber was machen wir denn jetzt mit Samen, um Gottes Willen? Sollen wir hier noch irgendwas mit Samen machen? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil ja hier nur noch die Regale sind. Hier haben wir ja alles mitgenommen. Vor allem, was sollen wir mit der Maus machen? Das ist komisch, komisch, komisch. So, aber... Fällt auch nichts richtig ein. Ein. Wegen Ei und so. Ja, ich weiß, der war schlecht. So. Hier können wir auch nichts nehmen. Das ist ein Nussknacker. Ach, hey, wirklich. Das bringt uns auch nichts. Die Schublade. Nö. Dann sollten wir vielleicht mal wieder nach oben gehen und gucken, ob wir hier was machen können. Seht ihr, hier haben wir ein Wimmelbild. Ein Kuckuck. Wo haben wir denn hier den Kuckuck? Eigentlich würde ich ja in der Uhr vermuten, aber... Wie bekommen wir die Uhr da zum Laufen? Ach, Menno, eine Spielkarte. Die muss ja dann irgendwo drin sein, oder? Oder irgendwo hinter oder so. Tada. Handschellen. Handschellen. Wer hat bei sich zu Hause Handschellen rumliegen? Also so. Einfach in der Grümpelecke. So, was haben wir denn hier? Können wir da schon irgendwas nehmen? Auge, Palette, Federball, Glocke, Krone, Handschellen, Pferd. Also ich sehe jetzt erstmal noch nichts. Hier ist eine Krone. Wo ist denn hier ein Hottehü? Das ist zum Beispiel mal das Auge. Aber wo ist das Hottehü? Da ist das Hottehü. Da ist die Libelle. Der Buchstabe X. Ein Wort mit X, das war wohl nix. So. Ah, okay, wir müssen die Zeiger wieder ranbappen. Und dann macht's Kuckuck. So, Handschellen, Elefant. Ja. Ha, hier Origami gefalten. Glocke, Servicekappe. Servicekappe? Oder Servicekappe? Ich weiß gar nicht, wie man das unterschiedlich betont, schreibt, wie auch immer. Da ist der Federball. Gewicht, da ist die Glocke. Gewicht, 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 Gewicht. War hier nicht ein Gewicht, genau. Hier Rasierpinsel. Buchstabe X sehe ich hier allerdings auch nicht. Service, Kappe, keine Ahnung. Palette, Buchstabe X, Handschellen. Palette. Da hinten.
Buchstabe X. Oha, hier. Da haben wir die Kappe. Handschellen und Buchstabe X. Hier sind die Handschellen. Brauchen wir nur noch den Buchstaben. Das ist das S, aber kein X. Da ist auf jeden Fall ein X. Hier, nimm das X von der Uhr. Ach Mann. Nicht schlau gelöst, da ist ein X und ich darf es nicht nehmen. Bäh. Muss natürlich ein ganz bestimmtes X sein. Ach nee. Wo ist es? Stimmt, ja, hier haben wir ja das Schweinchen kaputtgeschlagen. Buchstabe X. Buchstabe X. Ja. Cool, dass es da auch noch ein anderes Fach gab. Gott sei Dank habe ich in dem Moment mal so weit dran gedacht. Ein Ei zu füttern, das haben wir schon mal versucht. Hier, hol dir das Mäuschen. Ah. Ja, das ist natürlich irgendwie logischer. Ah, und bringt mal gleich den Herzchenschlüssel an. Ist aber ein schöner Schlüssel. Ich mag ja das Herz. So, können wir sonst noch was mit dem Vogel anfangen? Nö. Dann packen wir mal das Herz hier rein. Ah, find ich voll schön. Hallo? Oh, wer bist du denn? Fragen wir einfach mal nach. Hallo, Kate. I'm so pleased to meet you. I've heard a lot about your exploits in the House of a Thousand Doors. I hope you will help me too. The workshop here where I restore paintings is behind this door. I was removing a layer of paint from an old canvas when flames burst out of the painting and consumed my workshop. Now I can't go in there. Maybe you could help me to find out what happened. In the meantime, I'll go find my bird. Den Vogel habe ich schon mal irgendwo gesehen und deine Katze ist ja auch eine verschwindende Katze. Ach, herrje, so, wir sollen da irgendwie in das Zimmer rein, das nicht mehr zu betreten ist. Das ist ja toll. Irgendwas Furchtbares muss in der Werkstatt passiert sein. Warum sollte sonst jemand die Tür vernageln? Oh mein Gott. Attackieren wir es mit einem Messer. Nein, keine gute Idee, okay. Dort haben wir wieder ein Expertenobjekt. Hier brauchen wir wieder... Oh, wir haben einen Schlüssel. Ne... Vogeldingelbummel, weil da eine Aussparung ist. Was ist das? Oh, ein Buch. Die Wahrsagerchroniken. Am Hof von Kaiser Konstantin XL. Scheiße, was ist ein X und L? Ich weiß es gar nicht. Egal, schreibt es mir mal. Ich weiß es nicht. Gab es eine Prophetin, die in der Lage war, sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft zu sehen. Sie war eine rechtschaffende Frau und der Kaiser holt oft ihren Rat ein. In der Tat hätte er nicht eine einzige wichtige Entscheidung ohne sie getroffen. Doch eines Tages war Konstantin unzufrieden mit ihrem Rat und ließ sie im Mai 1453 einsperren. Einige Wochen später griff Sultan Mehmet II. Die Stadt an und besiegte den Kaiser. In dem Chaos der Schlacht verschwand die Prophetin. Niemand weiß, ob Engel sie in den Himmel geführt oder Dämonen sie in die Hölle verschleppt haben. Ja, ich finde, die sieht der Guten sehr ähnlich, ne? Also, nur mal so meine Idee. So, was haben wir denn hier hinten? Dieser Hebel sollte irgendwas anschalten. Es tut sich aber nichts so rum. Okay, da müssen wir anscheinend irgendwas dann mit einfügen. Ach je, hier müssen wir auch noch Zahlen finden, passend zu den Tasten, beziehungsweise Tasten mit den passenden Zahlen. Okay, das ist alles das Dingel. Gut, dann gehen wir erstmal wieder raus. Und ich würde vorschlagen, wir gehen in die... Da doch nicht hin. Nee. Da lang, Richtung Küche. Und Richtung Geller. Dann können wir mal den Schlüssel ausprobieren, den wir bekommen haben. Und dann finden wir eventuell heraus, was wir als nächstes machen können. Aber was wir als nächstes machen können, sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dass wir uns dann hier hoffentlich auch in der nächsten Folge wiedersehen. Die kommt dann am Freitag. Und ja, dann bis dann und ciao!